Dieser junge Mann wurde angeblich verhaftet und hat darüber ein Video gemacht. Let's see. Hallo, da bin ich wieder. Seit der Hole habe ich ja so viele neue Influencer-Freunde dazu gewonnen. Nur wollen die meisten davon mich jetzt leider verklagen und drohen mir fast täglich mit dem Anwalt. Manch einer von denen möchte sogar so weit gehen, ach, bis ich hinter Gittern sitze. Da habe ich gedacht, bevor die mich in den Knast stecken, mache ich das doch selber. Wir kennen den Fall alle selber. Alle paar Wochen kursiert genau so ein Video von einer Festnahme auf TikTok und Instagram und dabei werden die Polizistinnen und Polizisten oft als aggressive Schläger dargestellt. Bei dem eben gezeigten Beispiel sieht man nur die Festnahme. Was davor passiert ist, ist völlig unklar. Entweder weil es nicht gefilmt wurde oder sogar mutwillig rausgeschnitten wurde. Und das ist kein Einzelfall. Bei einem Fall aus Buxtehude zur Hochzeit von Corona wurde ein Mann darauf hingewiesen, dass er bitte im Supermarkt Maske tragen sollte. Er hat die Beamten angegriffen und das Video, was später im Netz gelandet ist, zeigte nur die Festnahme, wie die am Boden liegen. Und die Unterschrift von dem Video ACAB. Natürlich gibt es auch zahlreiche Gegenbeispiele, wo Polizisten sich nicht an Regeln halten und bei einer Verhaftung der Person mutwillig Schaden zufügen und sie verletzen. Auch da soll nicht weggeschaut werden. Heute möchte ich euch aber auch mal auf das Gegenbeispiel aufmerksam machen. Heute ist der Tag gekommen, an dem ich mich festnehmen lasse. Und ich bin noch nicht so sicher, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist, wenn ich die Polizisten neben mir sehe. Hallo. Schön, dass ihr den Spaß mitmacht. Gerne. Wir haben ja keine Kosten und Mühen gescheut. Es sieht alles echt aus. Mir würde jetzt als Laie kein... Moment mal, also okay, ich wollte gerade sagen, das sind aber keine echten Polizisten. Die machen doch nicht einfach für irgendwelche Fake-Sachen dann damit. Ein Unterschied zu einem echten Polizeiauto auffallen. Minimale Unterschiede gibt es schon, aber ansonsten ist der Kern echt. Wir haben das Hoheitsabzeichen mit dem Berliner Bär. Das Blaulicht war voll. Also ist ja fake, aber darf man das machen? Darf man das einfach so faken? Das nachstellen? Privatgrundschrift? Noch abgeklebt, man kann die Polizei für sowas mieten. Das ist nicht dein Ernst. Du kannst nicht die Polizei mieten. Das verarsche, ne? Du kannst nicht die Polizei mieten, damit die dich fake verhaften. Nein, das ist Bullshit. Beziehungsweise überdeckt, weil damit darf man auch nicht rumfahren. Nee, so ohne weiteres dürfen auch wir nicht damit rumfahren. Und jetzt heißt es, ein paar Mal den Boden küssen. Das wird schon. Hallo. Ich freue mich auf die nächsten vier Durchgänge. Aua! Gefällt's dir? Gefallen nicht, aber so langsam gewöhne ich mich daran. Und jetzt weiß ich auch, warum es bei so Leuten wie der 187 Straßenbande dann schon nicht mehr juckt, wenn man festgenommen wird, weil man sich irgendwann dran gewöhnt an das Gefühl. Völlig überzogen! Völlig überzogen ist aber auch so ein crazy Wortlaut, wenn du verhaftet wirst, wenn du dann noch so redest wie ein Ritter. Das war nicht nur Schauspielerei. Du bist eine kleine Drama-Queen. Ich glaube, ich bin nicht so der Typ, der beleidigend wird. Ich glaube, es würden die Leute mir nicht abkaufen, aber ich muss ja schon Aua Aua rufen. Die Videos für TikTok und Instagram sind im Kasten und jetzt bleibt nur noch die Frage offen, warum das Ganze? Wozu dieses Experiment? Wird es wieder so ein Video, wo jemand kuriose Videos auf TikTok hochlädt und sich dann darüber beömmelt, wie schnell das viral gehen kann? Ja und nein. Auf der einen Seite möchte ich natürlich schauen, wie viele Menschen ich mit diesen Videos in kürzester Zeit erreichen kann, aber auf der anderen Seite möchte ich auch schauen, wie reagieren sie? Glauben sie mir erstmal, dass ich festgenommen wurde? Und die viel wichtigere Frage ist, glauben sie, dass vor der Verhaftung nichts weiteres passiert ist als eine Kontrolle und ich wurde grundlos aggressiv festgenommen? Und genau so einen Fall wollte ich rekonstruieren. Die Gewalt ging ursprünglich von mir aus, doch das zeigen wir in den Handyvideos nicht. Und dann bin ich mal gespannt, wie die Leute reagieren. Hinterfragen sie, warum ich festgenommen wurde, ob es dafür einen Grund gab, oder sehen sie mich gleich als Opfer von gewalttätigen Polizisten. Heute ist es soweit, ich poste meine Verhaftungsvideos. Regel Nummer 1, ich werde eine Woche lang das Haus nicht verlassen. Was mir auch ziemlich leicht fällt, weil ich mir gerade frisch Corona eingefangen habe und sowieso eine Woche zu Hause bleiben muss. Regel Nummer 2, ich möchte auf mehreren Plattformen gleichzeitig aktiv sein. Und deswegen werde ich heute das erste Video auf TikTok posten und ein zweites zeitgleich auf Instagram, um zu schauen, welches davon besser performen wird. Aber das überlasse ich natürlich auch nicht dem Zufall, denn ich habe in den letzten Wochen natürlich wieder ein Instagram und ein TikTok-Profil hochgezogen, wo ich schon so ein bisschen Content gepostet habe. Ein paar Fake-Follower, ein paar Fake-Likes, ein paar Fake-Kommentare. Aber das
sind ja auch Bilder von irgendwelchen Leuten, die er da benutzt. Darf man das so einfach machen oder sind das dann immer so Dings, solche Free-to-Use-Bilder? Aber auch irgendwie erschreckend, dass er das immer so zügig hinkriegt. Er hat das ja, glaube ich, immer damals gemacht mit so Fake-Followern und dann private Profile, ne? So war das. Aber auch auf TikTok? Da muss man dann noch irgendeinen Inhalt posten, damit zumindest irgendwie was passiert. Ich glaube, ihr kennt das Spiel. Ja, aber Stockfotos sind ja auch Menschen. So, du kannst ja von den Plattformen per se ist es ja vorgegeben, dass du jetzt nicht Identitätsdiebstahl machst bei irgendwem. Keine Ahnung. Ich kenne mich auch nicht aus. Also, es kann sowieso keiner kontrollieren. Stockfotos kaufst du mit Lizenz? Ja. Aber ist es dann die Lizenz für alles? Also, normalerweise gibt es ja dann immer noch spezielle Sparten, wo du das aktivieren kannst und wo nicht. 24 Stunden sind rum und mittlerweile gibt... Ich wollte nur sagen, dass ich fasziniert bin, wie schnell das immer geht, dass der da irgendwelche Accounts rumliegen hat. Das ist auch schon einige Reaktionen auf meine angebliche Festnahme. Auf Instagram ist nicht so viel passiert. Da sind mehr als die gekauften Aufrufe, Likes und Kommentare nicht dazugekommen. Ganz anders sieht es wiederum bei TikTok aus, denn da haben wir Stand jetzt schon 250.000 Aufrufe. Natürlich sind davon ungefähr 2.000 gekauft, um das Ganze so ein bisschen ins Rollen zu bringen, aber die Kommentare sprechen Bände. Ich sage mal so, die meisten von den Zuschauerinnen und Zuschauern sind sich da sehr, sehr sicher, dass das Ganze ein Prank ist. Und sie wissen es nicht so ganz einzuordnen, sind sich aber sicher, dass das, was sie dort sehen, nicht echt ist. Und einer meiner Lieblingskommentare ist folgender. Was hast du dieses Mal vor, Marvin? Der Account hat nur 1500 Follower, 3 Videos und die Beschreibung passt zu Marvins Sprechweise. Da frage ich mich wirklich, bin ich mittlerweile so alt, dass man das daran erkennt, dass ich nicht mehr die Zielgruppe für TikTok bin? Wenn ja, please send help. Ich suche Bewerber. Bewerbt euch gerne an bewerbung@marvinwildhage.de, wenn ihr jung, dynamisch und nicht so sass seid wie ich und coolere Texte schreiben könnt als ich. Und ein weiterer Kommentar, den ich einfach mal so in den Raum werfen möchte, kommt von Chaos Dave und der schreibt, hoffe, er kommt eine Weile weg. Danke dafür. Und auch vielen Dank an TV Straßensound. Davut war so frei, das Video auch mal auf deren Seite zu posten. Und das hat natürlich auch für einige Kommentare gesorgt. Denn im Rap-Bereich ist man das doch schon gewohnt, hin und wieder mal solche Videos zu sehen. Mhm. Fanboy. Es ist tatsächlich passiert, 4 Online-Medien haben über meine Festnahme geschrieben. Und die Schlagzeilen, die können sich wirklich sehen lassen. Marvin Wildhage festgenommen. Polizei legt YouTube-Star in Handschellen. Marvin Wildhage wurde verhaftet. Ein weiterer Streich und TikTok-Clip. Verhaftung von YouTuber Marvin offenbar fake. Und das Ding ist sogar so weit gegangen und hat die... Hä, wie haben die das denn so schnell rausbekommen, wenn er dann nur drin war? ...Berliner Polizei kontaktiert. Und die haben dazu auch folgendes Statement. Das ist natürlich klug. Das ist natürlich klug. Die alten Medien, die Polizei noch kontaktieren. Abgegeben. Die Berliner Polizei sagte jetzt gegenüber Newzone, dass ihr eine Verhaftung von Marvin nicht bekannt ist. Daher ist von einem Fake auszugehen. Und ich muss ganz klar mal sagen, diese 4 Medien sind jetzt nicht die Big Player und haben so eine überdimensionale Millionenreichweite. Trotzdem sind sie sich ihrer Verantwortung bewusst und schreiben auch in den Artikel rein. Das finde ich gut. Wenn es Zweifel an der Echtheit der Videos gibt und lassen so ein bisschen das Community-Feedback damit einfließen und fragen sogar bei der Berliner Polizei nach. Und manchmal bekommen das sogar die großen Player nicht hin. Auf Twitter ist das Video auch aufgepoppt und da schreiben die User folgendes. Ich wüsste halt nicht, warum der polizeilich so relevant wäre, dass er auf der Straße abgeführt wird. Antwort, er ist kriminell unlustig. Aber es gibt auch valide Aussage auch, what the fuck. TV News, denn 2 weitere Newsseiten haben die Verhaftung aufgegriffen. Wurde Marvin Wildhage verhaftet? Das zeigt zumindest die... Ach so. Das klassifiziert er als Newsseiten. Der Marco von dem TikTok-Account von Marco XArt. Das ist eine Newsseite. Das ist ja nur jemand, der darüber berichtet. In meiner Welt ist das noch keine Newsseite. Ich habe jetzt schon an irgendwelche komischen kleinen Presse-Outlets gedacht und nicht so an TikTok-Accounts. Dieses TikTok-Video, das gestern aufgetaucht ist. Hier soll Marvin in Berlin von 2 Polizisten verhaftet worden sein. Die Hintergründe dazu sind allerdings noch nicht öffentlich. Vor ein paar Stunden hat TV Straßensound Aufnahmen auf Instagram gepostet, in denen zu sehen ist, wie der YouTuber Marvin verhaftet wird. Was da genau los war und ob das wieder ein Prank sein soll, ist nicht bekannt. In den letzten Tagen haben noch einige YouTube-Kollegen auf meine angebliche Festnahme reagiert. Zum Beispiel TJ, der hat das in seinem News-Format aufgegriffen, fand es dann doch aber ziemlich unglaubwürdig. Also ich finde, man kann ganz klar Marvin erkennen und auch die Stimme passt halt auch zu ihm. Oh, das ist übertrieben. Warum ich und noch viele weitere Leute denken, dass das Fake ist, erkläre ich euch jetzt ganz kurz. Erstens, es ist Marvin, der da verhaftet wurde. Also dann sollte man schon irgendwie davon ausgehen,
dass da irgendwie noch was mit im Busch ist. Dazu schrieben noch die Leute, dass die Einsatzwesten, die man halt im Video sieht, so gar nicht bei der Polizei gibt. Also zumindest nicht in Berlin. Außerdem folgt der Originalersteller vom Video eben auch Seiten, die sich viel so mit Influencer- und Instagram-Trash-Seiten befassen. Und auch Unge hat auf das Video reagiert und hat als einziger die Frage gestellt, was denn vor der Verhaftung stattgefunden haben muss, dass man mich da so drastisch zu Boden bringt. Aber weil Unge mich kennt und weiß, dass ich kein gemeiner Waffenschmuggler bin, hat er dann doch ziemlich schnell geglaubt, dass das Ganze ein Prank ist. Okay, was ist mit Marvin Wildhage passiert? Es ist halt so, warum sollte er fixiert werden? Als ob er so mit Waffen rumgelaufen wäre oder so. Das macht alles halt keinen Sinn. Ja, ich denke, es ist halt für irgendein Prank-Video. Aber wird bestimmt lustig, weil Marvin macht eigentlich geile Sachen so. Deswegen bin ich mal gespannt. Das war's von meinem Verhaftungsexperiment. Rückblickend betrachtet haben sich die wenigsten Leute tatsächlich die Frage gestellt, warum ich denn festgenommen wurde, was der ausschlaggebende Punkt dafür war, ob vielleicht nicht ich sogar derjenige war, der Stress gemacht hat. Auf der anderen Seite haben die meisten Leute tatsächlich direkt vermutet, dass das Ganze Teil eines neuen Projekts ist. Und ich sage mal so, ihr hattet recht. Die Moral von der Geschichte ist also, glaub nicht alles auf den ersten Blick, sondern schau bei 2, 3 Quellen mehr nach, ob das Ganze denn wirklich so stattgefunden hat oder ob jemand deine Meinung beeinflussen möchte. Wenn euch das Projekt gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal für weitere Videos. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Das hier ist die Endcard. Hier findest du 2 weitere spannende Videos. Ah, okay. Interessant. Okay. Ich muss sagen, die Riesenprojekte ist natürlich dann krass damit zu konkurrieren in dem Kontext, aber hat ja auch irgendwie jeder durchgeblickt.